1, 3, 4. Wir probieren es mal. Vier. Nö. Eins. Drei. Vier. Nö. Ich sollte einige der Koordinaten des Fernglases mit den Schlössern auf Junters Truhe verwenden. Also doch. Aber es sind nur fünf. Habe ich eins vergessen? Silberspiegel. 72. 63. 127. Wir versuchen mal 127. An der Silberspiegel. Der Silberspiegel. Spiegel ist da. Nochmal. Zweiundsiebzig bringt ja gar nichts. 72 und das andere ist 63. Das wollte ich nicht. 108 ist der Teufelskragen. Der Teufelskragen. Was ist das nochmal? Ach Mann. Wenn ich mich. Also Teufelskragen ist 108. 108 probieren wir jetzt. Hier. Eins. 0, 8. Nö. Hier. 1, 0, 8, 9. So, hier zeigt er. Ah, warte. Ja, es ist das da unten jeweils. Moment. Das da unten. Höllentor. 127. Habe ich das schon probiert? Nein. Das ist da, oder? 1, 2. Nein. Hier. Nein. Mhm. 63 bringt ja gar nichts. Höllentor. 102. Kann ja nicht da unten sein, aber egal. 102. Nein.
108 haben wir schon probiert. 102. 127. Vielleicht kann ich Junters Truhe mit den Koordinaten öffnen, die ich mit dem Fernglas herausgefunden habe. Das linke Schloss entspricht wohl dem Silberspiegel und das rechte dem Teufelskragen. Links. Links Silberspiegel. Das war jetzt sehr viel, aber egal. Links. Zurück 072. Ah, ich muss beides machen. Und der Teufelskragen. Eins null acht. Beide also. 1 0. Na gut. Ja, das war jetzt ein bisschen viel auf einmal. Ich hab's geschafft. Ja. Haben wir doch, oder? Ich brauche einen Schlüssel zum Öffnen. Ja. Wagen, Berghütte 1937. Junters Filmaufnahmen. Vom Sommer, als Dana hier arbeitete. Da steht drauf, Regie Leni. Also konnte Leni wohl doch noch ihren Film drehen. Sieht aus, als hätte sie nichts zum Ende ihres Treffens mit Dana geschrieben. Aber vielleicht finde ich hier Infos, wie man die Truhe öffnet. Weiß ich doch. Kein Zweifel, das muss Junta geschrieben haben. Sommer 1937. Als Dana hier arbeitete. Mal sehen. Okay, und wieder Schwenk. Gestern Abend war mein Tagebuch voll. Habe ein neues bestellt. Aber die Vorratslieferung an die Hütte lässt auf sich warten. Nutze inzwischen einen alten Briefumschlag. Habe heute Dana nach ihrer Schicht auf ein Pläuschen eingeladen. Okay. Wow. Wir sind aber gleich fertig für heute. Naja, ein bisschen machen wir noch. Ich frage mich, was Leon in ihr sieht. So vernarrt habe ich ihn noch nie erlebt. Mhm. Danke fürs Kommen, Dana. Wie war deine Schicht? Gut, wie üblich. Ich bin hier gleich fertig. Dann mache ich uns eine schöne Tasse Tee. Wow, das sieht ja futuristisch aus. Was ist das? Ah, dieses kleine Ding hier ist mein Spielgerät. Darum kommt es in die Truhe. Wozu ist das gut? Zum Zusammenstellen und Schneiden der Einlichtmuster. Der was? Einlichtmuster. So nennt man die ungeschnittenen Filmstreifen. Für heute bin ich fertig, also sei so gut und leg es in die Truhe, ja? Würde ich, wenn ich wüsste wie. Dreh einfach den Schlüssel im Schloss. Dank des können Sie die Ereignisse erfahren, bestimmt selbst erleben. Nutzen Sie die Informationen, die Daniel vergangen haben, um mit Kates weiterzukommen. Drücken Sie, um zwischen Ketten da zu wechseln. Oh mein Gott, Hilfe, was? Nein. Ich muss ja, kann ich irgendwas machen? Nein. Der Schlüssel, den ich für Junta verstecken sollte.
Dana, sei ein Schatz und verstaue den Schlüssel sicher. Bei diesen Bergbewohnern hier kann man nicht vorsichtig genug sein. Mhm. Besonders die kleine Leni schnüffelt ständig an meiner Ausrüstung herum. Wo kommt der normalerweise hin? Dort drüben habe ich ein kleines Versteck. Ah. Soll ich den Schlüssel hier reinlegen? Ja, sei so gut. Ein praktisches Versteck. Wer hat das gemacht? Oh, Herr Gustav. Er weiß nur zu genau, dass manche Gäste ihre Klappe. Ich muss nur noch die Dreharbeiten für morgen vorbereiten. Dann können wir nach Herzenslust plaudern. Könntest du mir aus der Dunkelkammer schnell eine neue Rolle Film holen? Dann sind wir fertig. Ja. Mhm. Bah, weg mit dir. Nö. Schlüssel zu Juntas Truhe. Super, wir kommen schön voran. Also, das Spiel hat nicht viele wirklich große Herausforderungen, aber ich finde das total schön. Es ist wirklich ein reines Storygame. Die Kombination für den Mechanismus. Hast du das Foto gemacht? Natürlich. Wie konntest du sie beim Training filmen? Oh, das war ein Auftrag. Da hatte ich Glück. War zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Natürlich habe ich mich auf die Chance gestürzt, weil ich dadurch Leon endlich mal in Aktion filmen konnte. Und Herr Höss, was macht er bei der Ursprungsexpedition? Leider haben alle von den braunen Schatten finanzierten Expeditionen so einen Aufpasser. Er ist dabei, um sicherzustellen, dass ihre Mittel so verwendet werden, wie sie es wollen. Mit anderen Worten, dass es keine Abweichungen von ihrer Ideologie gibt. Wie ekelhaft. Wie konntest du sie beim Training filmen? Oh, das war ein Auftrag. Wie bist du mit Leon zusammengekommen? Ich meine, wie seid ihr... Wir sind nur befreundet, wenn es das ist, was du wissen willst. Ah.
Erstmal da. Sie haben da aber eine Menge Ausrüstung. Wie können Sie sich das denn alles leisten, wenn ich fragen darf? Ach, das ist leicht. Da ist es edelweiß. Deine Fotos sind so schön. Ah, sie stellen alle ein Element der Tier- und Pflanzenwelt der Berge dar, die ich kürzlich fotografiert habe. Ich nutze sie als Liste zum Abhaken. Hä? Eine Checkliste, hm? Also. Ah ja. Bock, Edelweiß, Berg und Baum. Bock, Edelweiß. Das war das. Nein. Jetzt bin ich gespannt. Tolle Mechanik. Den gucken wir noch und danach ist wahrscheinlich Schluss. Für heute. Ach komm, stell dich nicht so an. Ich merke gerade, da ist aber schon ein bisschen Unlogik dahinter, weil ich weiß ja noch gar nichts von ihr. Naja, egal. Lass mich raten. Wo ist es, Arsch? Sie filmt den Arsch nicht, oder? Doch. Und immer am Saufen. Extra unscharf. Ist der Planet to know? Wer ist das? Sehr witzig. Mischung aus Need to Know und ein bisschen Johnny Depp. Und die kleine Neni. Ob da noch irgendwas Besonderes oder Gruseliges dabei ist, außer dem Nazi. Weil den brauche ich jetzt wirklich nicht.
Und da ist das Bild entstanden. Also wissen wir, wer der Künstler ist und wir wissen, wer das Modell ist, aber nicht viel mehr. Ich könnte ja wetten, dass die in diesem Auffanglager eingefroren liegen. Oh, das ist so wunderschön. Und dann würde ich sagen, ne? Dann war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich sag dann mal, wie immer, macht's auf jeden Fall gut und ciao.